Ausreden gibt es ja richtig, richtig viele. Aber eine Ausrede, die ich immer wieder höre, ist: Paul, ich kann mit dem Training nicht anfangen, weil ich habe keine Zeit fürs Training. Und dann sage ich immer: Du brauchst nicht viel Zeit für ein Training. Du brauchst für ein Training, wenn du beginnen möchtest, vielleicht 10 Minuten, vielleicht manchmal sogar nur 5, wenn du anfangen möchtest, wieder fitter zu werden, nackt besser auszusehen. Oder vielleicht reichen sogar, wenn du schon auch fortgeschrittener bist, vielleicht 15, 20 Minuten eines effektiven Trainings. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Effektivität deines Trainings nicht darin zu sehen ist, wie lange du trainierst, sondern wie wirksam du trainierst und wie gut der Inhalt dieses Trainings ist und die Intensität dieses Trainings ist. Und das verwechseln Leute oft. Eine Sache, wo auch viele irgendwie ein Missverständnis von haben, ist, dass sie von heute auf morgen sofort alles verändern und perfekt laufen müssen. Das ist vielleicht auch ein Thema mal für ein anderes Video, aber heute, jetzt in diesem Video, möchte ich dir sagen, du brauchst absolut nicht viel Zeit, um effektiv zu trainieren, weil Zeit nicht der Parameter dafür ist, um zu sagen, ob es effektiv ist oder nicht. Ich habe schon mal auch ein Video darüber gemacht, übers HIIT-Training, HIIT-Training, High Intense Interval Training. Und das ist zum Beispiel eine großartige Möglichkeit, wie du in sehr kurzer Zeit sehr viel schaffen kannst. Und mit diesem Video möchte ich einfach nur diesen Mythos auslöschen, dass du immer stundenlang irgendwie auf dem Cardio-Gerät irgendwie sitzen musst. Schau dir gerne das Video an zum HIIT-Training. Das verlinke ich dir hier oder hier und am Ende des Videos auf dieser Seite auf jeden Fall. Schau dir es dir an und meine Bitte wäre, dass du einfach, wenn du wirklich was verändern möchtest, aufhörst, ständig Ausreden zu finden. Und ne, erst zu suchen und zu finden, sondern einfach ins Tun zu kommen. Fang an mit kleinen Schritten und vielleicht mache ich das andere Video, wovon ich gerade gesprochen habe, auch gleich und pack's dann hier auf die Seite auch irgendwo rein. Also, weg mit den Ausreden, Daumen hoch, kommentieren und abonnieren. Das wird das, was ich mir wünsche. Lass uns einfach diese Community schön groß machen. Vielen Dank für alle die, die mich schon supporten und das Team immer größer werden lassen. Halt die Ohren steif und bis bald. Ciao.